Hallo und willkommen zurück zu Indie. Beim letzten Mal haben wir endlich dieses dämliche Pendelrätsel gelöst gekriegt, was eigentlich total simpel war, aber naja, man muss es halt erstmal wissen. Und eine ziemlich anstrengende Schießerei hinter uns gebracht. Okay, wir sind jetzt hier oben und jetzt heißt es schnell sein. Am besten schon vorbeischlängeln, wenn das Ding noch zurückfährt. Falsche Taste gedrückt. Tschüss. Der nächste. Nächste. Wo war es das jetzt? Okay. Ja, die ist ordentlich von eingekracht. Da ein Seil oder ist das nur ein Texturfehler? Nö, da hängt ein Seil. Ah ne, da kommen wir nicht weiter. Muss mal eben kurz ein bisschen rumschauen. Wie gesagt, wir haben immer noch Schätze zu finden, jede Menge davon, die wir jetzt alle noch nicht entdeckt haben. Spinnennetz soll dazu sein, das komische Leuchten. Nix. Blöd ist, wir haben keine Sprungtaste. Ah, okay. Okay, da käme ich hoch. Ladevorgang. Na, nicht rumspinnen. Dabei habe ich jetzt schon die andere Pilzi 2 dran. Okay, ich würde mal behaupten, diese kleine Ecke da ganz rechts ist irgendwie ein bisschen buggy. Die löst irgendwie die ganze Zeit Ladezeiten aus. Wahrscheinlich ist die Etage darüber ein anderer Raum.
Okay, der geht automatisch daran. Da kann man nirgendwo anders hin. Ich wollte nämlich schauen, ob wir hier noch irgendwo einen Schatz kriegen. Das sieht jetzt nicht so aus. Nee. Das scheint nicht zu sein. Ein neues Gebiet. Hübsch hier. Ich muss hier rauskommen. Ich denke mal, hier ins Wasser zu springen wird keine Option sein. Müssen wir uns ein bisschen umsehen. Okay, da können wir nichts weiter machen. Da ist ein Symbol. Okay, da haben wir gerade irgendeine Tür geöffnet. Hier haben wir eine Fackel. Mehr als eine Tür. Okay. Blöde ist natürlich, ich weiß es nicht, ob da irgendwas optional ist oder ob das beides. Okay. Ich guck mal kurz die andere Tür an. Da hinten ist auch noch eine Tür. Okay, die Fackel ist definitiv für hier. Spinnen oder Skorpione. Ich konnte gerade irgendwie nichts machen. Keine Ahnung. Hat irgendwie ein bisschen gebackt. Egal. Ich habe nämlich leider die Fackel weggeworfen. Da war kein Schatz. Das war der dunkle Raum. Man hört da auch schon die ganzen Spinnen.
Komm, kletter hoch. Das war doof. Keine Ahnung, wo der letzte Rücksatzpunkt war. Okay, wir müssen alles nochmal. Ich schätze, ich muss den richtigen Pfad auf die harte Tour finden. Machen wir zuerst den schwersten. Dann müssen wir nicht ganz so viel wiederholen, wenn es schief geht. Ja gut, ich wollte ein bisschen tricksen, das hat aber auch nicht ganz funktioniert. Ich schätze, ich muss den richtigen Pfad auf die harte Tour finden. Ja. Manchmal bin ich doof. Auf ein neues. Ja, das ist hier echt der nervigste Teil. In erster Linie, weil das mit dem Drücken nicht immer so klappt. Also das an die Wand drücken. Wir wissen ja, dann müssen wir gleich ganz schnell raus hier. Gerade irgendwie ein bisschen gesponnen. Okay. Wir können anscheinend noch mal rein. Ja, da ist nichts. Man hatte also nochmal die Möglichkeit, da reinzukommen. Da mussten wir den Kram gar nicht wiederholen.
Eieiei. Ich würde mal behaupten, die nächsten Fallen und Rätsel stehen uns bevor. Also wenn das jetzt hier wirklich so ist, dass wir hier mehr Rätsel haben, dann ist das schon ein großer Vorteil gegenüber dem anderen Indie-Spiel. Weil das hatte nämlich relativ wenig Rätsel. Vielleicht kann ich den Kettenreaktion den Weg frei machen. Okay. Wieder den schwersten Weg gewählt. Ja, wahrscheinlich. Warten, bis das Ding runterkommt und dann ist es viel schnell durch. Ah, ich kann mir schon denken, was ich da machen muss. Runter war, dann gleich schieben. Das dauert ja noch eine ganze Weile. Und? Hätte ich das jetzt da oben reinpacken müssen oder unten? Die ist leider mal sehr langsam, wollte ich gerade sagen. Ah. Und natürlich treffe ich dann jetzt den Stein. Indy. Boah. Das gibt's doch nicht. War doch gar nicht so verkehrt. Wir hätten hier unten direkt einen Stein nehmen können anscheinend. Na, was soll's. Schatz. Wundert mich ein bisschen. Das Geräusch klingt nicht gut.
Okay. Noch kein Schatz in sich. Glück habe ich nicht gesehen. Okay. So weit, so gut. Das Ding ist auf jeden Fall schneller. Komm, mach! Eieiei. Das war mir ein bisschen zu knapp. Da Flipper gespielt. Das klingt nicht gut. Nein, was das? Das war knapp. Wir leben noch. Gucken wir mal, was die Zeit sagt. Pauseknopf klemmt ein bisschen. Ja, 24 Minuten. Das heißt, wir machen hier erstmal einen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich bin echt mal gespannt, was hier noch an Rätsel auf uns zukommen und für böse Passagen. Bis dann.